auf Ja. YouTube hochladen oder was? Ja, wir haben ja unseren YouTube-Kanal, das haben wir nicht gesehen. Nö. Echt nicht? Woher denn? So liest du hier die ganze Discord und alles, ne? Kaum noch gar nicht informiert hier. Was ist denn da los? Such mal auf YouTube Maus Gaming TV. Das ist eine Mach ich. schwarze Maus als Logo. Im hinten mit einem orangenen Hintergrund. Okay, guck ich. Submarine Test. Lädst du das gleich automatisch dann bei YouTube hoch oder machst du das dann danach erst? Das mache ich immer danach. Aber ich wollte es nur hochladen, wenn es eine vernünftige Runde ist. Ist da denn wenigstens genug Abonnenten und so ein Spaß oder? Na, immerhin, wa? Reicht zwar bestimmt noch nicht, um Geld damit zu machen, aber. Einfach nur so. So informationshalber. Lädst du da jetzt eigentlich nur Videos von dir hoch oder von allen? Man muss aber. Aber die müssen wir natürlich erstmal aufnehmen. Aber man kann ja auch die Replays machen, ne? Kannst du das jetzt hier auch so wie bei World of Tanks, dass du die Replays anklicken kannst? Achso, da musst du auf Nebenton diese Settings oder was da steht, also Einstellung, und dann unten alternativ irgendwas auf Vollstellen. Ganz unten links. Der war eine.
Also du musst auf jeden Fall G drücken, um schießen zu können. So. Habe ich dir doch gesagt. Aber dafür hast du ja zweimal, ne? Schnee getroffen gerade, Alter. Ich weiß ja nicht mehr, wo konnte man sich denn die... Oh, Scheiße. Oh, der Nudel, der speichert der nur die letzten drei Tage? Genau. Doch. So ein bisschen links vom Schiff in der Mitte. Komischer kleiner runder Kreis ist das. Der zeigt dir die Sekunden an, wie lange du noch unter Wasser bleiben kannst. Der kommt aber, glaube ich, erst ab 60 Sekunden oder so. Was kann man denn hier bei einem Replay vorspulen, ey? Sieht ja nicht, ja, weil die geht.
Also ich find's scheiße, also mir macht das keinen Spaß. Aber der hält nicht ewig. Vorspulen kann ich hier irgendwie nicht. Kann ich keine Ovianisch machen. Weil ja, irgendwie schon, aber also, entweder bin ich zu blöd dafür. Ja, du musst. Ja, da geht doch. Das, was hier steht. Den mit den Daten stimmt ja nicht. Vorspulen hast du nie. Hängen wir noch eins dran hier. Jetzt hört man dich in der ersten Aufnahme die ganze Zeit labern, und jetzt, weil es aber mich nicht, weil ich das Mikro in der Aufnahme aus hatte. Ist mal geil vom U-Boot. Heißt ja gar nicht ausprobiert. Ja, ja, ich hab jetzt immer. Hatten wir so ein altes Auto oder was hier aus den 30er Jahren? Genau, plus nur so eine Hupe mit dazu.
So, okay. Sogar ein Tester als Fuso unterwegs. Ich sehe heute ja mal noch eurem YouTube-Channel. I need intelligence data. Also eine schwarze Maus, also eine normale Computermaus mit weißem Hintergrund habt ihr von Nee. 170 Abonnenten. Ja, da guck mal rein. Dann schicke ich dir einen Link. Bestellstunde, habt ihr irgendwas gebaut? Modelle? Ja, hab ich gemacht, das bin Okay. ich. Bastelstunde. Genau, bastel schon. Hast du eine Maus, hast du gebaut. Genau. Concentrate fire on the enemy warship. Sitzt er da und bastelt sich ihn. Genau. Ja, verlierst aber auch schon langsam Haar auf Kopf, wa? Ja, ein bisschen. Wer ist denn das hier in dem Infovideo? Da ist der Monkey. Achso. Hier alles spielt, etwa Armored Warfare und so ein Scheiß. Läuft der Dicke nicht voll. Interview mit Jim Panzer. Kennst du nicht? Sag mir was vom Namen her. Ganz berühmter YouTuber, also Streamer. Aber gibst du ja schon Mühe, wa? Was denn? Mit den Videos hier, beziehungsweise die Bilder, die du zu den Videos hast hier und alles. Das macht Monkey, ja. Hat also Monkey zum größten Teil gemacht. Achso.
kann ja mal ein Abo da lassen. Mensch, bei Facebook auch noch. Durch Wasserbomben gekillt. Das geht aber schnell. Was für Wasserbomben? Von dem Zerstörer, oder? Ja, ja. Musst du aufpassen, du kannst auch vom Flugzeugträger, von den Raketenwerfern und den Bomben. Jetzt gucke ich meinem U-Boot zu, wie es absäuft. Aber 92.000 Schaden gemacht. Ist okay. Ist doch mal nicht schlecht, würde ich sagen, oder? Ja. Er säuft gar nicht richtig ab. Das müssen sie aber noch machen, hier, dass er richtig absäuft und so. Das wäre nämlich cool. Sieht komisch aus beim Absaufen, oder? Ja, hängt einfach so in der Luft irgendwie, mehr oder weniger, als im Wasser. Säuft also, dass das Ding jetzt geht nicht auf den Grund, meinst du? Genau, ja. Witzig eigentlich. Wenn man den Dreh irgendwann raus hast, wird das bestimmt geil. Ja, das könnte sein, aber nur wenn man den irgendwann halt raus hat, ne? Ich denke mal, Zerstörer jagen ist noch schwerer, weil die so schnell sind. Ja, und was halt blöd ist, gerade wenn du vielleicht schon die ganze Zeit so ein bisschen am Tauchen warst und bist plötzlich gespottet und willst eigentlich mit Tauchen dich wieder verpissen. Ja, bist du sau langsam. Ja, das ist nee, nicht schon bitte. Sobald du abgetaucht bist, sehen sie dich ja nicht mehr, aber du kannst halt nicht mehr lange tauchen durch die Luft. Richtig. Je tiefer du bist, desto schneller geht's, glaube ich, weg. Ja, da wissen wir, da hast du darauf geachtet. Weil ich hätte hier auf jeden Fall eine Runde mit meiner Seattle, die du hochladen könntest, Alter, wenn ich dir das Replay schicke. Dann musst du mir nur zur E-Mail schicken, wo da drin ist. Steht da eine E-Mail-Adresse? Ja, beim Kanal-Info. Weil ich lade nämlich meine Videos in 2K hoch. Okay. 60 FPS. Da kannst du ja machen, denn. Ja, ja, das sicher. Ist ja den Replay. Da kannst du das ja entscheiden. Ja komm, dann mach halt mal den Träger hier kaputt. Das ist meine Seattle-Runde, wo ich hier die drei Zerstörer rausgenommen habe und am Ende wie sieht mit 130k Damage raus hier am Band. Okay. Weil ja mit der Seattle ja nicht mal so einfach. Nee. So, Kanal-Info. Wo steht's denn? Geschäftliche Anfragen, E-Mail-Adresse? Nee. E-Mail-Adresse. Wo steht denn hier denn die E-Mail-Adresse? Oder meinst du jetzt der Button hier unten für geschäftliche Anfragen? Ja. E-Mail-Adresse an. So. Ed AOL, Alter, gibt's noch, ja? Klar. Klar, sagt er. Beste E-Mail. Thank you.
sind kann man, kann man sowas nicht mit dem Discord schicken eigentlich? Kannst du auch machen, die Datei geht auch. Privatnachricht im Discord geht auch. Kann sagen, wäre für einfach. Ja. Ich glaube, ich mache mal einen extra Kanal dafür, da kann man sowas reinhauen. Nachricht? Da kommen doch die endlich die Torpedos von den feindlichen U-Booten, okay. Cool. 92.000 Schaden auf Stufe 6, das ist schon nicht schlecht. Ich stehe natürlich ganz auf dem zweiten Platz hier. Cool. Ja, dann na dann. Sollte jetzt bei dir an